verstehst du, ich kann nicht für den Leiharbeiter, dass ich im Monat 5.000 Euro kriege. Für das du das passt. Da müssen wir neue Ziele einfach. Und das hat ja nur die Ruhe mit dem, was zu tun ist, und ein Arbeiter alles. Weißt du, aber halt auch gerne mehr Freizeit. Ja. Ich ihn aber leider nicht geben kann. Oder nur zum Teil geben kann. Ich so eine Stunde länger, die ja immer noch nicht voll war. Du verstehst, was ich meine. Das macht sie ein bisschen schwierig. Ne? Das macht sie auch schwierig. Ich werde dann auch sauer. Manche Mitglieder, selbst im Vortrag. Ja, wie die Erde hier schon. Da ist eine Drohne. Da haben sie uns ja von oben gefilmt. Das ist ja auch nicht. Ja, ein fliegender Rasenmäher. Was mich wundert, dass diese Organisation hier tatsächlich total ist. Dass die so glaubt, das ist. Das wundert mich. Sie wollen auch damit sich. Ja, sie kennen nicht. Sie wollen sich das weltoffen. Sie kennen nicht so. Das ist ja das. Ja. Weil der Druck ist mit Murs durch. Ja. Und die Jugend ist dahinter. So ist es. So ist es. Die wollen es auch nicht verlieren. Naja, genau so ist es. Die Sesselkleber wollen wieder nicht den Sessel. Ja. Und die heißt nach nichts machen. Ja. Interessant, ja. Wir haben doch nicht solche Wochentagsbenennungen wie wir. Ja, das ist natürlich ein Wahnsinn, ne? Die Larve. Was hat das denn? Wir können einen Boden. Brunner vorwärts, ja, das ist er schon.
Stärke oder ein Kummer. Ja? Ja. Bist du gelaufen? Nein. Anderen Schuss oder nicht? Ja. Aber ich bin vom Ziel her gegangen, ich habe denkt, das letzte Stück geht gegen den Wind. Das muss ich ja auch machen. Das ist ja auch vier Rennen, dass der drauf geht, ne? Bitte? Du musst in vier Rennen, dass der drauf geht. Das ist schöner dabei, ne? Bei der Schule. Das ist schön auch immer noch bei der Lehre. Ja. Aber kannst du alle nächstes Mal nicht dabei haben, ne? Oh ja, stehen da unten ein paar. Ach so, so. Ja. Muss ich einer 200 Euro geben, 200 Kronen geben haben. Ne? Hab ich mitgewirkt. Hier ist der. 100 Kronen oder einer geben. Dámy a pánové, vážení hosté, milí návštěvníci, vítám vás na dalším ročníku Pouti smíření, pochodu, který jdeme symbolicky proti směru toho původního. Před 5 lety brněští zastupitelé... Pardon. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste, liebe Besucher, herzlich willkommen beim diesjährigen Versöhnungsmarsch, bei dem man symbolisch in die umgekehrte Richtung geht als damals. Před 5 lety brněští zastupitelé v souvislosti s poutí přijali deklaraci smíření a společné budoucnosti, která se stala historickým milníkem v procesu vypořádání se české společnosti s touto kapitolou našich dějin. Vor 5 Jahren verabschiedete der Brüner Stadtrat im Zusammenhang mit dem Versöhnungsmarsch die Deklaration zur Versöhnung und gemeinsamen Zukunft, die ein historisches Meilenstein im Prozess der Auseinandersetzung der tschechischen Gesellschaft mit diesem Kapitel ihrer Geschichte wurde. V tuto chvíli bych předal mikrofon řediteli festivalu Meeting Brno, panu Petru Kalouskovi. An dieser Stelle möchte ich das Wort an den Geschäftsführer des Festivals Meeting Brno, an Herrn Petr Kalousek, übergeben. Vaše Exzellenze, Ihr Exzellenz, vážený pane Vyslanče, sehr geehrter Herr Gesandte, vážený pane Rado, sehr geehrter Herr Rat, Tistel Tamáčos Úr, vážený pane poslanče, sehr geehrter Herr Abgeordnete, vážená paní primátorko, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, dámy a pánové, sehr geehrte Damen und Herren.
Dovolte, abych vás přivítal za festival Meeting Brno na dnešní akci a přivítal zde také naše oficiální hosty. Erlauben Sie mir, dass ich Sie hier herzlich willkommen heiße, also Sie als Gäste und auch die offiziellen Gäste im Namen vom Festival Meeting Brno. Svojí návštěvou nás poctili. Mit Ihrem Besuch haben uns geehrt. Designovaná velvyslankyně Rakouské republiky v České republice, designierte Botschafterin der Bundesrepublik Österreich in der Tschechischen Republik, Dr. Bettina Kinbauer. Herzlich willkommen. Vyslanec Německé spolkové republiky, Gesandt der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Hans-Peter Hinrichsen. Herzlich willkommen. Rada maďarského velvyslanectví, Rade Ungarischen Botschaft, István Buczko. Primátorka statutárního města Brna, Obermagisterin der Stadt Brünn, Markéta Vaňková. Dobrý den, vítejte. A poslanec parlamentu České republiky, Abgeordneter des Tschechischen Parlaments, Jiří Mihola. Dobrý den. Vítáme všechny zástupce partnerských institucí a krajanských spolků z Německa a Rakouska a také zástupce partnerského města Lipska a města Schwäbisch Gmünd. Wir begrüßen auch alle Vertreterinnen und Vertreter von Partnerinstitutionen und Heimatverbänden aus Deutschland und Österreich, sowie die Vertreterinnen und Vertreter unserer Partnerstadt Leipzig, sowie Gäste aus Schwäbisch Gmünd. Dovolím si osobně přivítat ještě jednu osobu, která vážila poměrně dalekou cestu z Německa, a to z toho důvodu, aby se zúčastnila dnešní akce, ale také proto, aby svoje vzpomínky a životní zážitky natočila pro projekt Paměť národa. Und ich möchte noch eine Person namentlich begrüßen, eine Person, die einen weiten Weg auf sich genommen hat und zu uns aus Deutschland gekommen ist, eine Person, die das nicht nur die heutige Veranstaltung miterleben wollte, sondern auch ihre Erinnerungen teilen wollte für das Projekt Paměť národa, Gedächtnis der Nation. Je to pan Horst Morávek. Horste, děkujem, že jsi přijel. Danke, dass du gekommen bist und herzlich willkommen in Brünn, herzlich willkommen zu Hause. Vítej v Brně, vítej doma. Děkuji za pozornost a přeji hezký večer. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen allen schönen Abend noch. Já bych poprosil primátorku města Brna, paní Markétu Vaňkovou, aby přednesla svůj projev. Und jetzt möchte ich gerne die Oberbürgermeisterin der Stadt Brünn, Frau Markéta Vaňková, ihre Grußworte bitten. Vážené dámy a pánové, od druhé světové války uplynulo již více než 70 let. Její rány, které poznamenaly miliony lidí na těle i na duši, jsou ale stále otevřené a špatně se hojí. Platí na ně pouze dvě věci, čas a odpuštění. Sehr geehrte Damen und Herren, seit dem Zweiten Weltkrieg sind 70 Jahre vergangen. Die Wunden, die viele Menschen, Millionen Menschen, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch erlitten haben, sind immer noch offen und sie heilen nur schwierig. Nur zwei Sachen helfen da. Das eine ist die Zeit und das andere die Vergebung. S tím prvním nic nenaděláme. Můžeme si jen uvědomit, že dějiny jsou plné krutosti, nespravedlnosti a křivd a i tento konflikt, ač mamutích rozměrů, jednou zmizí v mlhách daleké minulosti. Ale odpuštění je něco, co si můžeme navzájem nabídnout hned teď, upřímně a nesobecky. Das erste, das heißt die Zeit, das haben wir nicht in der Hand. Wir können uns nur dessen bewusst werden, dass die Geschichte, dass es in der Geschichte viele Grausamkeiten gab, viele Ungerechtigkeiten und viel Unrecht. Und auch, dass auch dieser Konflikt, der riesengroße Konflikt, irgendwann im Nebel der Vergangenheit verschwindet.
aber die Vergebung, das ist etwas, was wir uns anbieten können, was wir uns sofort anbieten können, aufrichtig und gar nicht egoistisch. Nenávist je jako oheň. Když ji přikrmujete polínky, zesílí a pozře vše, co jí stojí v cestě. Nakonec tráví i vás a vaše blízké. Stane se z vás jen popel. Po tom, co naši zemi semlela a několik let trýznila německá vojska, se někteří Češi nedokázali vzdát pomsty. Hass ist wie Feuer. Wenn man Holz ins Feuer legt, dann wird das Feuer größer, stärker und im Feuer verschwindet das alles, was im Weg steht. Auch sie und ihre Mitmenschen. Und dann werden sie zur Asche. Nachdem unser Land, die deutschen Soldaten oder Einheiten jahrelang gequält haben, gab es auch Tschechen, die nicht anders konnten, als sich zu rächen, rächen zu wollen. Všechna příkoří a utrpení, která se děla našemu národu, ve slepé zuřivosti opláceli často těm, kteří za naši porobu mohli ze všech nejméně, starcům, ženám a dětem. A das, was das tschechische Volk erlitten hat, also man hat im durch Wut hat man dann das, man wollte sich dann durch Wut geleitet an denjenigen rächen, die am wenigsten dafür was konnten. Das heißt, man wollte sich an den alten Menschen rächen, an Frauen und Kindern. Spravedlnosti ale nelze dosáhnout proléváním krve nevinných. Teprve v posledních letech máme odvahu si toto přiznat, pohlednout pravdě do očí a říct si, že už toho bylo dost. Pout smíření není podlézavým aktem ani slabostí, jak někteří její odpůrci tak rádi tvrdí. Gerechtigkeit kann man aber nicht dadurch erzielen, dass man versucht, das Blut der Unschuldigen zu vergießen. Erst in den letzten Jahren haben wir den Mut, das zuzugeben, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen und sagen, dass jetzt ist es schon genug. Der Versöhnungsmarsch, das ist keine Veranstaltung, kein Marsch, mit dem man versucht, sich einzuschmeicheln oder keine Schwäche, wie einige der Menschen, die dagegen sind, behaupten. Já osobně ji vnímám jako gesto přátelství, výzvu k otočení stránky a zdůraznění toho, že každý život má svoji cenu. Nebo jen tím, že vytáhneme stíny minulosti na světlo, se jejich temnota rozptýlí a nakonec vytratí. Für mich persönlich ist es eher eine Geste der Freundschaft. Ein Aufruf dazu, dass man die Seite wendet, das Blatt wendet und auch eine Betonung, dass jedes Leben wertvoll ist. Denn nur dadurch, dass wir die Schatten der Vergangenheit ins Licht holen, nur dadurch verschwindet die Dunkelheit nach und nach. Dnes jsme pochodovali nejen za mrtvé, ale i za živé. Protože právě my, potomci generace zničené válkou, jak nadčasově prohlásil Erich Maria Remarque, a tento výrok platí pro každou válku na světě, jen my máme v rukou zodpovědnost za to, aby se něco tak strašného už nikdy nestalo. Heute sind wir nicht nur für die Toten marschiert, aber auch für die Lebendigen. Denn gerade wir, die Nachkommen der Generation, die durch den Krieg zerstört wurde, wie auch schon Erich Maria Remarque mal gesagt hat, gerade und dieses Zitat oder das, was Erich Maria Remarque gesagt hat, das gilt für jeden Krieg. Nur wir haben die Verantwortung in der Hand, dass sowas Schlimmes nie wieder passiert. Děkujeme, paní primátorce. Vielen Dank.
Pár slov si pro nás připravil i pan vyslanec Hans-Peter Hinrichsen. Ein paar Worte hat für uns auch Herr Gesandter Hans-Peter Hinrichsen. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vážená paní primátorko, dámy a pánové. Vor 5 Jahren hat die Stadt Brünn mit ihrem Versöhnungsjahr anlässlich des 70. Jahrestages der Ereignisse vom Frühjahr 1945 ein wichtiges und damals auch umstrittenes und mutiges Signal gesetzt. Před 5 lety město Brno v rámci roku smíření u příležitosti výročí 70 let od událostí, ke kterým došlo na jaře 1945, vyslalo důležitý a v té době také kontroverzní a odvážný signál. Die damalige Einladung an ehemalige deutsche Mitbürgerinnen und Mitbürger, wieder symbolisch in die Stadt aufgenommen zu werden, insbesondere aber die Deklaration der Versöhnung, in der einstigen jüdischen, deutschsprachigen und Roma-Mitbürgerinnen und Mitbürger gedacht und das Bedauern über die Ereignisse um den 30. Mai 1945 ausgedrückt wurde, wurden damals nicht nur positiv aufgenommen. Sie haben sich aber dadurch nicht entmutigen lassen, im Gegenteil. Tehdejší pozvání bývalých německých spoluobčanů k opětovnému symbolickému přijetí do města, ale hlavně deklarace smíření, v níž je uctěna památka někdejších židovských, německy hovořících a romských spoluobčanů a vyjádřena lítost nad událostmi, ke kterým došlo ve dnech okolo 30. května 1945, tehdy nebyla přijata jen pozitivně. Vy jste se tím ale nenechali odradit, právě naopak. Heute, 5 Jahre später, können wir anlässlich des 75. Jahrestages des Kriegsendes und der Vertreibung feststellen, dass ein Schritt in die richtige Richtung gemacht wurde, der dazu beigetragen hat, das erhoffte Ergebnis zu erreichen. Versöhnung und eine vertiefte Zusammenarbeit. So hält uns heute auch eine weltweite Pandemie nicht davon ab, gemeinsam der Opfer von Krieg und Vertreibung zu gedenken. Dnes, o 5 let později, tedy 75 let od konce války a vyhnání, můžeme konstatovat, že to byl krok správným směrem, který přispěl k dosažení výsledku, ve který jsme doufali, ke smíření a k prohloubení spolupráce. Ani celosvětová pandemie nám dnes tedy nezabrání v tom, společně si připomenout oběti války a odsunu. Mein Dank geht in erster Linie an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Meeting Brno, die den Versöhnungsmarsch seit 5 Jahren in diese umgekehrte Richtung nach Brünn organisieren. Mein Dank gilt aber auch allen, die für Versöhnung und das gegenseitige Miteinander eintreten. Vielen Dank. Chtěl bych poděkovat především spolupracovnicím a spolupracovníkům festivalu Meeting Brno, kteří 5 let pořádají pouť smíření v tom obráceném směru do Brna, ale také bych chtěl poděkovat všem, kteří se zasazují o smíření a vzájemné soužití. Děkuju moc. Děkujeme samozřejmě i panu vyslanci. V tuto chvíli bych poprosil pana poslance Jiřího Miholu. An der Stelle möchte ich Herrn Abgeordneten Herrn Mihola bitten. Hezký večer, dámy a pánové, milí přátelé. Říká se, že setkání staví mosty, a já jsem moc rád, že se znovu, již po několikáté, setkáváme v zahradě kláštera, který byl nejslavnější v 19. století na celé Moravě. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, man sagt, dass die Begegnungen oder dass durch Begegnungen Brücken entstehen, Brücken gebaut werden. Und ich bin sehr froh, dass wir uns heute treffen im Garten des Klosters, der im 19. Jahrhundert in ganz Mähren sehr bekannt war. Chtěl bych poděkovat všem organizátorům za nelehkou práci a zároveň bych chtěl vystřihnout poklonu všem těm, kteří šli od Pohořelic. Vím, že mezi nimi byl i vzácný kolega, přítel Zdeněk Papoušek, senátor a další, nechtěl bych nikoho vynechat, takže opravdu velká poklona všem těm, kteří tu cestu zvládli. Já jsem šel jenom od gymnázia Vídeňská. Also ich möchte
mich bei dem organisatorischen Team, bei den Organisatoren bedanken für die Arbeit, die nicht immer leicht war. Aber vor allem möchte ich auch Respekt aussprechen für diejenigen, die den ganzen Marsch, den ganzen Weg gelaufen sind von Pohorlitz bis hierher. Unter ihnen war zum Beispiel Herr Senator Zdeněk Papoušek, aber auch weitere. Ich möchte niemanden vergessen. Ich selber bin nur das letzte Stück mitgelaufen vom Gymnasium in der Wiedenská Straße. A jsem rád a vidím velkou naději v tom, že se tady neschází jenom příslušníci jedné generace, ale že jsou tady i děti. Vidím tady řadu vzácných kolegů, ať už z města Brna, anebo různě aktivních v kulturních sféře, kteří se ne náhodou přišli sem podívat, ale chodí sem pravidelně. Pan první náměstek primátorky Petr Hladík s rodinou je tady, David Macek, Ondřej Hýsek, paní Šabatová, opravdu řada jmen, kteří by určitě také měli co říci, a je skvělé, že tady se scházíme napříč politickými stranami, napříč různými názory, a spojuje nás ta touha po smíření. Ich bin sehr froh, dass, dass Sie hier nicht nur die Vertreter von einer Generation treffen, sondern dass man hier auch Kinder sieht. Ich sehe hier auch wirklich Vertreter von der Stadt Brünn, aber auch Persönlichkeiten aus der Kulturszene. Ich sehe hier den zweiten Bürgermeister Petr Hladík mit der Familie, Herrn Hisek, Frau Šabatová, die alle auch bestimmt was dazu sagen könnten. Und ich bin froh, dass wir uns hier treffen, quer durch alle politischen Parteien. Und ich bin froh, dass wir uns für die Versöhnung einsetzen. Přátelé, já jsem také učitel, historik, a tak mi velmi leží na srdci, abychom historii vždycky vykládali v celku, aby jsme nezačínali někde uprostřed nebo na konci, abychom ji vykládali pravdivě a hledali v ní především, co nás spojuje, a rychle jsme zapomínali to, co nás v té minulosti případně rozdělovalo. A právě tady tato setkání jsou cestou ke smíření, a myslím si, že toho smíření jde nejlépe dosáhnout přes ten symbol, který je v Pohořelicích. A to, jak dobře víte, tímto symbolem je kříž. Takže kříž nás určitě přivede ke smíření, to jsem si jist. A já přeji, abychom žili v přátelství, ve spolupráci, a nadále se tady společně rádi setkávali. Ich bin auch Geschichtslehrer, und für mich ist es wichtig, dass man die Geschichte als Ganzes den Menschen näher bringt, dass man nicht in der Mitte oder am Ende anfängt und dass man wirklich die Wahrheit sagt. Ich denke, dass, oder dass man auch wirklich im Geschichtsunterricht vermittelt, was uns verbindet, und nicht nur, dass man guckt, was uns trennt. Und ich denke, gerade die Begegnungen wie heute sind eine Möglichkeit, das ist der Weg zur Versöhnung. Und ich denke, auch ein Symbol der Versöhnung ist ein Symbol, das es auch in Pohorlitz gibt, ein Kreuz. Davon bin ich überzeugt, und ich hoffe, dass wir uns auch weiterhin als Freunde treffen können und zusammenarbeiten können, dass es noch viele solche Begegnungen geben wird. Milí přátelé, liebe deutsche und österreichische Freunde, herzlich willkommen in Brno. Hezký večer vám všem. Děkujeme samozřejmě i panu poslanci. No a nyní má slovo Pavel Hověz, farář z Lesné. Also vielen Dank an Herrn Abgeordneten, und jetzt übergeben wir das Wort an Pavel Hověz, an den Pfarrer aus der Pfarrei Lesná. Možná se, přátelé, divíte, proč tady vystupuje farář z Lesné, ale já jsem přesvědčen, že v našem životě nic není náhoda. Když jsme stavěli kostel v Brně na Lesné zasvěcený Blahoslavené Marii Restitutě,
tak jsme stanovili jeho žehnání na 1. května. Vielleicht wundern Sie sich, warum hier heute auch ein Pfarrer spricht, aber ich bin überzeugt, es gibt keine Zufälle. Als wir die Kirche der seligen Maria Restituta in dem Stadtteil Lesna gebaut haben, wollten wir, dass die Kirche am 1. Mai gesegnet wird. Das war der ursprünglich geplante Termin. Ale ze známých důvodů koronaviru jsme to přeložili na dnešní den. A jaké bylo naše překvapení, že jsme se dověděli, že také Meeting Brno přeložil ten pochod, který normálně bývá v květnu, na dnešní den. Sie wissen, was die Gründe waren für diese Terminveränderung. Also die also Coronavirus hat uns Strich durch die Rechnung gemacht und wir haben dann die Segnung auf heute verlegt und dann haben wir erfahren, dass auch das Festival Meeting Brno den Termin des Versöhnungsmarsches auf den gleichen Tag verlegt hat. Vidím v tom veliké znamení, protože právě Restituta Helena Kavková občanským jménem také vlastně byla obětí nacistického režimu, ale dovedla odpustit všem těm, kteří přispěli k její popravě. Also ich denke, das ist wirklich ein Signal, weil auch Helena Kavková, das war der Name von der Ordensschwester, die war auch dann, die ist auch zum Opfer des Nazi-Regimes geworden, aber sie hat es geschafft, den Menschen, die dazu beigetragen haben, dass sie hingerichtet wurde, sie hat ihnen vergeben. Možná víte, že se narodila v Husovicích, ale vlastně celý svůj život prožila ve Vídni jako řeholní a zdravotní sestra a nakonec tedy pro svůj odpor vůči nacistickému režimu byla odsouzena k trestu smrti a popravena. Sie wissen vielleicht, dass sie in Husovice geboren wurde, aber ihr ganzes Leben lang hat sie dann in Wien verbracht als Ordensschwester und Krankenschwester. Und weil sie sich gegen das Regime, weil sie mit dem Nazi-Regime nicht einverstanden war, wurde sie dann zum Tode verurteilt und hingerichtet. Takže ona spojuje naše oba národy, nebo lépe řečeno česky i německy mluvící. A je to tedy naše patronka, protože je to rodačka z území, kde městská část Lesná vznikla později. Das heißt also, sie verbindet uns, unsere Länder, beziehungsweise sie verbindet die Tschechisch- und Deutschsprechenden. Und sie ist unsere Patronin, weil sie auch in der Region, in dem Gebiet geboren wurde, wo dann später der Stadtteil Lesná entstanden ist. Náš kostel je velmi architektonicky zajímavý. Je to moderní stavba 21. století ze skla. Je tam taková hra světel a barev. A tak vás tam všechny srdečně zvu. Unsere Kirche ist architektonisch sehr interessant. Es ist ein moderner Bau, ein Bau aus dem 21. Jahrhundert mit viel Glas und auch mit einem schönen Spiel von den Farben und vom Licht. Und ich möchte Sie alle herzlich einladen. Zítra v 10 hodin tam budeme mít společnou česko-německou mši svatou. Morgen 10 Uhr gibt es einen gemeinsamen deutsch-tschechischen Gottesdienst und Sie sind herzlich eingeladen. Děkuji vám. Vielen Dank. Náš potlesk patří v tuto chvíli panu faráři a mně nezbývá, než vám popřát, přátelé, krásný večer. Užívejte doprovodného programu, který pro vás organizátoři připravili. Podívejte se také na naše stánky, které tu máme. Podívejte se zejména na stánek Meeting Brno, protože tam je pro vás připravena participativní anketa, taková nenásilná. Můžete se také vyfotit tady v tom levém stánku, popovídat si s přáteli, využít tohoto prostoru a tohoto místa a tohoto času, abyste navázali další a další přátelé.
přátelství. Slečny také mezi námi rozdávají svíčky, které vy můžete zapálit u památníku, který se nachází po mé pravici za vašimi zády. A já si myslím, že toto je důstojný vlastně program tohoto dnešního dne, takové důstojné zakončení, tak si to pěkně užijte a mějte krásný večer. Hezký večer. Also, der Applaus hat Herrn Pfarrer gehört. Ich wünsche Ihnen noch allen schönen Abend. Genießen Sie noch das Begleitprogramm, das für Sie vorbereitet wurde. Schauen Sie sich, gehen Sie an den Ständen vorbei. Vor allem vielleicht besuchen Sie auch den Stand von Meeting Brno, wo Sie an einer interessanten, kurzweiligen, partizipativen Umfrage teilnehmen können. Sie können sich auch fotografieren lassen und Sie können die Zeit nutzen, hier und jetzt und heute in diesem schönen Raum, dass Sie vielleicht ins Gespräch kommen, weitere Freundschaften knüpfen. Es gibt hier auch unsere Kolleginnen, die Kerzen verteilen, die sie dann auch dann anzünden können und ablegen können zu dem Gedenkstein. Das heißt, ich denke, das Programm ist schön und ich denke, dass es ein schöner Abschluss des heutigen Tages ist. Viel Spaß noch.